So, da sind wir dann auch wieder auf der Insel hier angekommen bei The Last of Us. The Last of Us. Part 2 mit Abby. Und sie da. Tut mir leid, ich habe ihren Namen vergessen. So. Guck, lass los. Wir müssen ihn einholen. Weißt du, wohin er will? Zu unserem Haus. Bei dort unsere Mama. Wie weit ist das? Über die Insel. Scheiße. Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen. Naja, nur wenn wir was pfeifen hören, dann heißt es sofort ab ins Gras. Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Ja, und ich war ganz am Rande. Also wir haben in unseren Kerkern irgendwelche Leute, die gefoltert werden. Die hängen Leute auf und schlitzen ihnen dann den Bauch auf. Also ich weiß auch nicht. Ne? Beide Seiten. Ne? Was ist hier die richtige Seite? Hier oben. Meinst du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Das war nicht die Frage. Ich hole Vorräte. Nur für den Fall. Nicht nur Vorräte, wir könnten auch mal gucken. Ja. Oh. Schon mal gesehen. Tut mir leid, wegen deiner Freunde. Nicht zu ändern. Echt? Also mir sagt die jetzt momentan gar nichts. Warum hilfst du uns? Ja. Tust dich auch mal gern. Warum helfe ich euch? Erst werden irgendwelche friedlichen Leute umgebracht mit Golfschlägern und dann das. Hatte ich gerade nicht noch eine Sprechblase am Kopf? Oh nein. Was ist das? Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Wir müssen uns beeilen. Verdammt, Isaac. Wir kürzen durch das Holzlager ab. Los, Nina. Wie viele Leute leben hier? Etwa 1000. Wie viele Soldaten? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche sind versteckt. Die meisten kämpfen.
aber ist das nicht ganz schön dämlich, jetzt anzugreifen? Wo ist dieser besagte Sturm? Und der Überraschungsmoment ist weg, weil wir jetzt alle alarmiert sind. Okay. Ich verstehe nicht. So, wir haben ja schon mitgekriegt, dass die Scars, wie wir sie nennen, relativ spartanisch leben. Komm auch du, greif zu. Möge uns ihr Licht durch den Sturm führen. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Da versucht man mal die Stimmung nicht kaputt zu quatschen. Ja, aber die haben sich hier vernünftig eingerichtet, ne? Sag ich einfach mal, für dieses Postapokalyptische. Erinnert zwar so ein bisschen an so eine Sekte im Moment, aber... Okay, Munition ist ja voll. Ja, ich komme ja. Oder habe ich hier noch... Okay. Ich glaube, ich mach mal. Ja, Mädchen, jetzt ringel nicht so. Wenn ich gleich deine Leute abknallen soll, dann. Wir müssen da hochklettern. Schön weit in der Arme, ne? Okay, ich finde hier Pfeile. Ist gar nicht so schlecht gleich für lautlos. Wobei ich gehe davon aus, dass ich gleich auch noch kämpfen muss, ne? Also. Gebäude rechts mit den Fackeln. Da kommen wir raus? Ja, da können wir durch. Perfekt. Dann los. Nein! Ich habe mich doch noch nicht umgeguckt oben. Ich bin nicht bereit.
Für das Wohl deiner Nächsten und für dein Land bist du bereit, wenn du Zeit hast. Zielfernrohr. Obwohl, das ist ja wieder das. Ne, ich will ja gar nicht. Also das. Hallo? Sägemühle! Das wirst du büßen, Yara! Ja. Ja, jetzt müsste ich mich eigentlich draufgehen lassen. Na, und es nochmal versuchen. Lass dort knacken, links. Ich. Nein, ich lass mich jetzt hier mal draufgehen. Mach mal. Nichts, das war jetzt zum Scheitern verurteilt. Aber ich bin auch echt nicht davon ausgegangen, dass hier jetzt so viele sind. Und nein, ich will immer noch nicht tauchen. So, und jetzt nochmal in gut. Ist aber auch ein scheiß Wiedereinstiegspunkt.
Oh nein. Alles genau, Axel. Da draußen ist jemand. Ist da was? Ich sehe nichts. Aufgepasst! Dorf ist im Dorf! Jetzt habe ich wenigstens bewusst diesen Kampf so angefangen. Ne? Sorry, Leute. Ja, ist schon klar. Ja, egal, wo ich hingehe, ich habe einfach keine wirklich gute Position. Aber Moment, jetzt haben wir ja erstmal wieder... Das auch nicht wirklich was bringen, ne? Ist ja immer alles gut und schön. Auch überhaupt gar keine Ahnung mehr, von welchem Gebäude hier vorhin die Rede war, ne? Und hier sind wir vorhin runtergehupst. Ja, okay, da müssen wir, glaube ich, rein, ne? Hier, frontal, mittel. Da. Allerdings natürlich nicht, um ordentlich, ohne vorher ordentlich die Gegend abgesucht zu haben.
Aber immerhin, ein paar habe ich ja jetzt hier schon umgehauen. Die bleiben auch liegen und wir sind nicht sofort, also jetzt wieder im Fadenkreuz, sondern wir sind ja jetzt wieder sicher und können rumschleichen, weil sie uns aus dem Auge verloren haben, ne? Warum? Bist du weit? Jetzt versuche ich die Dampfhammer-Methode. Das zieht sich sonst hier wieder Ewigkeiten hin. Für sowas haben wir keine Zeit. Einfach so schlecht mit diesem Geschleiche. Geh mir aus dem Weg, sonst prügel ich dich auch mal weg. So, einer ist hier noch irgendwo. Mindestens. Ich würde mir hier jetzt mal ganz gerne diese erhöhte Position angucken. Bin schön. Ja, nicht wirklich fair, aber. Das war verrückt. Wir sind nah dran. Ja, verrückt ist, dass ich immer wieder versuche, es vernünftig zu machen und dabei immer wieder kläglich versage. Ja, aber was soll's. Ja, Dampfhammer-Methode funktioniert immer einfach drauf. Zumindest ist man so schneller. Hier lang, mir nach!
Okay, ich bin bei dir. Man hätte auch klettern können, ne? Sie springt. Wobei, wir haben ja bisher auch nur ihre Arme gesehen, ne? Wer weiß, was sie für eine Oberschenkelmuskulatur hat, ne? Wahrscheinlich wie ein Zebra oder so. Ach du Scheiße. Sie beschütze uns. Lara, wir müssen hier weg. Isaac, was tust du da? Unserem Gebiet. Zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Durch ihre Liebe werden wir überleben. Das war knapp. Wohin jetzt? Wir kürzen durch die Hütte da vorne ab. Ja, am Holzlager. Wohin haben sie die Kinder gebracht? Wir haben überall Unterkünfte. Wenn es hart auf hart kommt, bringen sie von der Insel runter. Gut. Wir wussten, dieser Tag könnte kommen. Wait, warte mal kurz. Okay. Hallo, wir haben hier schon wieder richtig was eingesammelt. Zeit hat man mal wieder irgendwo... an so eine Werkbank kommen. So, was haben wir hier? All is well. Achso. Die Gebrauchsanleitung für das Horn. Das war allerdings nicht das, was da stand, oder? Ich meine, ich denke mal, wir können es sowieso nicht nutzen, um einfach mal zu sagen, nee, ist alles in Ordnung. Nee, könnten wir da zurückkommen. Was machst du da? Bereit? Ja. Die läuft immer so zielstrebig, ne? Da will man jetzt nichts verpassen oder irgendwas liegen lassen. Noch mehr Zettel. Immer her damit. So, lesen. Zack. Wie gesagt, drückt gerne auf Pause und lest euch die Texte selber durch. Ne, ich werde es euch nicht mehr vorlesen. Ne, viele mögen das nicht. Ne, mir ist es im Grunde egal. Ne, weil ich mache doch kein Geheimnis draus. Ich gucke mir meine Videos selber auch gerne nochmal an. Später, ne, also wenn ich sie gespielt habe. Und guck, ob ich irgendwo was vergessen habe oder ne, irgendwas hätte anders machen können. Schon mal im Vorfeld. So, jetzt gucken wir erstmal hier. 130 Pütjes. Nachladegeschwindigkeit. Das wäre... ja, wir können einiges jetzt eigentlich machen. Ne? Ein Zielfernrohr an dem Ding finde ich irgendwie... weiß ich nicht. Pass auf. Okay.
Okay, für Feuerstoß reicht jetzt nicht mehr. 50 Punkte haben wir noch. Ja, hier haben wir jetzt alles abgegradet, ne? Kann ja auch nicht schaden. So, ich glaube, da wir jetzt allerdings auch hier erstmal nur rumgeschlichen sind und so weiter, ne, gehe ich zum einen auch nochmal. Ups. Hinter mir war das. Gehe ich zum einen nochmal hier gegenüber in die Hütte. Und mache auch ein paar Minütchen länger, weil. Ist ja doof, wenn man sonst nur das Geschleiche irgendwie hier so hat, ne? Oh, feier, feier, feier. Ja, wobei ich die Idee ganz drollig finde, hier mit diesen Zettelchen aufhängen und so weiter, ne? Wobei, ein bisschen übertrieben finde ich es schon. Meine Prophetin, mögest du meine Worte hören. Moira war eine starke und fähige Kriegerin, bis sie zusehen musste, wie ihr Mann Henry und seine Patrouille von Wolves ausgeschlachtet wurden. Ja, beide Seiten sind scheiße, ne? Bitte beschütze ihn. Doch, brauchen wir, notwendig. Ja, komm. Ich weiß, ich verplepper hier eine Menge Zeit mit rumgegucke. Unser Dorf ist gleich auf der anderen Seite des Ackers. Super. Warum haben wir hier keine Treppen hingebaut, sondern immer nur irgendwelche... Ist das nicht ein bisschen mühsam, so auf die Dauer? Echt? Wo siehst du einen hohen Turm? Ach, da hinten, da, ja, so. Okay, wollen wir mal versuchen, ob wir hier durchkommen, ohne erwischt zu werden und ohne alle zu abschlachten zu müssen. Verloren. Aber auch fies. Was, ein lautloser Kill oder ein lautloser Messerkill? Nicht einfach nur ohnmächtig oder so. Nein, 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 nein. Nee, sie will ihre Oberarme, ne, benutzen. Richtung Turm ist immer noch korrekt, ne? Kein Wort jetzt.
glaube, hier würde ich jetzt wirklich mal riskieren, dass ich irgendwo irgendwelche Sachen liegen lasse. Ja, und versuche jetzt erstmal abzuhauen, beziehungsweise hier rauszukommen. Schnell hast du das gesehen? Verdammt. Tut mir das ja schon leid jetzt, ne? War nicht meine Absicht, Leute. Sorry, Mädchen. Wie gesagt, das war ursprünglich so gar nicht geplant. Ich nehme mal den mit. Ich finde dich, Teufel! Ja. Das war hart. Gehen wir zum Dorf. Nein, hart ist, dass ich es tatsächlich geschafft habe, mich einmal drum rumzuschleichen und dann trotzdem erwischt werde. Ne? Karma. Ja, okay. Aber dann kann ich die Möglichkeit auch nutzen, bevor ich da jetzt weitergehe und... Ne, kann mir das Häuschen da oben auch nochmal angucken. Ne, Ressourcen sammeln und so. Ich behalte den Großen. Mann. Ne, man könnte allerdings auch sagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es noch geht, aber das Spiel neigt sich schätzungsweise langsam zumindest dem... Da werde ich es jetzt auch nicht mehr hinkriegen mit der Schleicherei. Ey, ich finde so viele Klamotten. Warum nichts Nützliches? Naja. Oder Moment. Ich habe ja gesagt, ein paar Sekunden länger machen wir hier mal. Hey, und ich bin neugierig, was tatsächlich jetzt noch hier kommt. Tomaten! Rede mit mir. Okay.